Frau Vorsteherin, werte Kolleginnen und Kollegen, um es vorweg ganz klar zu sagen, den ideologisch verbrämten Antrag der Regierungskoalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt, Superblocks für Frankfurt, lehnen wir als BFF-BIG-Fraktion ab. Denn hier soll wieder einmal mehr das Pferd von hinten aufgezäumt werden. Frankfurt braucht aktuell keine Superblocks nach dem Vorbild anderer europäischer Städte. Um das zu erkennen, genügt bereits ein Blick in das gar nicht allzu weit entfernte Darmstadt, wo der geplante Superblock bereits Geschichte ist, bevor er überhaupt umgesetzt wurde. Was wir in Frankfurt stattdessen endlich und dringend benötigen, sind zunächst einmal empirisch abgesicherte Informationen über das Mobilitätsverhalten im Stadtgebiet, und zwar einschließlich der etwa 399.000 werktäglichen Einpendler. Das fordern wir im Übrigen ganz konkret bereits seit 2019. Daher ist dem Vertreter von Volt im Ortsbeirat 3 insoweit zuzustimmen, wenn er sich im Hinblick auf die mögliche Einführung von Superblocks für ein evidenzbasiertes Vorgehen ausspricht, also auf Basis empirisch zusammengetragener und bewerteter wissenschaftlicher Erkenntnisse. Allerdings nicht, wie er es völlig falsch versteht, durch das Ausprobieren im Rahmen eines weiteren Verkehrsversuches zulasten der betroffenen Anwohner, dessen Ergebnisse dann im Nachhinein ausgewertet werden sollen. Denn genau das ist eben kein evidenzbasiertes Vorgehen, sondern die zweifelhafte Methode von Versuch und Irrtum, die die Römerkoalition, und zwar sowohl die derzeitige als auch die vorherige mit Beteiligung der CDU, bei der versuchsweisen Main-Kai-Sperrung sowie den Maßnahmen im Oederweg und Grüneburgweg angewandt hat. Die Verwerfungen innerhalb der Stadtgesellschaft, zu denen diese verantwortungslosen Verkehrsexperimente in Frankfurt geführt haben, sind hinlänglich bekannt. Ich muss hier darauf nicht näher eingehen. Natürlich können sogenannte Superblocks sinnvoll sein, sofern diese konzeptionell richtig angelegt sind. Darauf werde ich später noch eingehen. Lassen Sie mich zunächst jedoch die Frage beantworten, was unsere Stadt sehr viel dringender benötigt als den nächsten ideologisch motivierten Verkehrsversuch. Um den motorisierten Individualverkehr im Stadtgebiet zu reduzieren, brauchen wir als erstes einmal einen leistungsfähigen und attraktiven ÖPNV. Die Versäumnisse der letzten Jahrzehnte in diesem Bereich fallen uns derzeit massiv auf die Füße. Die erst kürzlich erfolgte Ausdünnung der Fahrpläne wegen Personalmangels kommt erschwerend hinzu, aber auch regelmäßige und längerfristige Streckensperrungen stehen dem Ziel einer wie auch immer gearteten Verkehrswende diametral gegenüber. Dann bedarf es endlich eines ausreichenden Park-and-Ride-Angebotes, entweder an den Stadtgrenzen oder besser noch im Umland von Frankfurt, um deutlich mehr Einpendlern das Umsteigen vom Auto auf den ÖPNV zu ermöglichen, als dies bislang der Fall ist. Und nicht zuletzt bedarf es dringend eines digitalen Parkleitsystems, das auf Echtzeitdaten basiert und dieses zuverlässig an die Autofahrer weitergibt. Denn der Parksuchverkehr kann in Spitzenzeiten bis zu einem Drittel des gesamten Verkehrs in den Innenstädten ausmachen, von Wohnvierteln wie dem Nordend gar nicht erst zu sprechen. Meine individuelle Beobachtung ist zudem, dass die Parkhäuser in der Innenstadt, insbesondere an der Hauptwache und Dom Römer, seit Wegfall zahlreicher öffentlicher Parkplätze im Bereich von Berliner Straße, Braubachstraße und Weißadlergasse häufig schon an normalen Werktagen an ihren Kapazitätsgrenzen anlangen und zur Mittagszeit oft komplett besetzt sind, was wiederum zu entsprechenden Rückstaus und zusätzlichem Parksuchverkehr führt. Es muss also auch dringend über einen Ausbau der verfügbaren Parkhauskapazitäten nachgedacht werden, bevor man das Parkplatzangebot im öffentlichen Straßenraum weiter reduziert. Und genau das ist ein weiteres Beispiel dafür, wo die Stadt Frankfurt in der Mobilitätspolitik am falschen Ende anfängt und was mich direkt zurück zu den jetzt geplanten Superblocks führt. Denn in dem Antrag von Grünen, SPD, FDP und Volt wird zwar sehr blumig beschrieben, wie neue Freiflächen und eine bessere Aufenthaltsqualität in dem betreffenden Areal geschaffen werden sollen, Gehwege ohne Hindernisse nutzbar sind und der Straßenquerschnitt ein sicheres Radfahren erlaubt. Das sind wohlgemerkt alles erstrebenswerte Ziele, auch und gerade im Sinn der Verkehrssicherheit. Dabei blenden die Antragsteller jedoch ganz wesentliche Fragestellungen, die nicht nur mit diesen Zielen verbunden sind, sondern auch in einem Konflikt dazu stehen, bewusst aus.
Erstens die Frage danach, wie Anwohner bzw. Anlieger in Zukunft ihre Wohnung oder ihr Geschäft, hier betrifft diese Fragestellung auch die Kundschaft, mit dem Pkw erreichen werden oder inwiefern dies überhaupt noch weiterhin möglich sein soll. Zweitens stellt sich die Frage, wo dieser Pkw zukünftig geparkt werden kann. Diese Fragestellungen werden in Ihrem Antrag nicht einmal ansatzweise berührt. Doch ist es offensichtlich, dass all die vorgenannten Ziele nur erreichbar sind, wenn dafür Parkplätze im öffentlichen Straßenraum entfallen, und zwar in erheblichem Umfang. Vor der Errichtung von Superblocks muss also neben der Frage der Leistungsfähigkeit der umliegenden Hauptstraßen zwingend auch die Frage beantwortet werden, ob und wie die betroffenen Anlieger ihr Zuhause zukünftig noch mit dem Auto erreichen können und wo sie dieses parken sollen. Als Antwort auf den zweiten Teil dieser Fragestellung fordern wir als Bürger für Frankfurt BFF von jeher die Errichtung von Quartiersgaragen, doch auch hier glänzt die Stadt seit Jahren mit Untätigkeit. Mittlerweile hat die Technik in diesem Bereich Fortschritte gemacht und wir verfügen heute über automatische Parksysteme, die es ermöglichen, Parklösungen auf geringem Raum zu verwirklichen. Das größte automatische Parkhaus Europas befindet sich 2015 im dänischen Aarhus. Dort können knapp 1000 Autos effizient und platzsparend geparkt werden mit Abrufzeiten von weniger als 2 Minuten. Der Hersteller schreibt dazu auf seiner Website, ich zitiere mit Erlaubnis der Vorsteherin, zweifellos nimmt die Bedeutung des Klimawandels zu und war für unseren Kunden eine wichtige Überlegung, als das Gebäude zum ersten Mal konzipiert wurde. Sie wollten nicht nur städtische Wohnräume freimachen, sondern auch Emissionen und Abgase von Autos, die auf das Parken warten, reduzieren. Zitat Ende. Das zum Beispiel ist ein Konzept, das die Bezeichnung grün im Sinne von ökologisch tatsächlich verdient, meine sehr geehrten Damen und Herren von der Römerkoalition. Sie hingegen haben es mit Ihren dilettantischen Verkehrsexperimenten bislang nur fertiggebracht, mehr Staus, mehr Abgase und weniger Lebensqualität für die vom Ausweichverkehr in den Wohngebieten betroffenen Anwohner zu produzieren. Von den negativen Auswirkungen auf den betroffenen Einzelhandel einmal ganz zu schweigen. Abschließend möchte ich noch einen Punkt aufgreifen, auf den die Initiative Vorfahrt Frankfurt bereits in ihrer Stellungnahme zu den Superblocks hingewiesen hat. Wir leben in einer stetig älter werdenden Gesellschaft, in der für immer mehr Menschen das Auto einen unverzichtbaren Beitrag zur Mobilität und damit auch zur gesellschaftlichen Teilhabe darstellt. Nach der Umgestaltung des Öderwegs berichtete mir eine betroffene Anwohnerin unter Tränen, dass sie ihren pflegebedürftigen Vater kaum noch zum Arzt bringen kann, weil sie keinen Parkplatz mehr für ihr Auto findet, mit dem sie ihn transportieren muss. Dies mag zugegebenermaßen ein krasser Fall sein, es ist beileibe kein Einzelfall. Wenn aber Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen auf das eigene Auto angewiesen sind, eines Tages realisieren müssen, dass in ihrem Superblock kein Platz mehr dafür ist und sie deswegen in letzter Konsequenz gezwungen sind, von dort wegzuziehen, dann ist das nicht super, sondern schändlich für diejenigen, die es politisch zu verantworten haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.